Ich möchte dich einladen, dich mit mir auf den Weg zu machen. Ich möchte dich einladen, in deinem Herzen Platz zu schaffen und Gott, unseren Vater im Himmel, in dein Leben zu lassen. Denn es gibt nur einen Platz, wo Gott dich haben möchte. Und das ist bei ihm, ganz nah an seinem Herzen. Ich möchte dich einladen auf den Weg dorthin, auf einen Weg näher zu ihm. Ich möchte still werden vor dir und auf die Knie gehen, mein Herz öffnen und die Gegenwart meines Vaters im Himmel spüren. Ich möchte still werden vor dir und eintauchen in dein Wort. Ich suche nach dir, denn es steht dort, suchet nach mir. Und alles, wonach sich mein Herz sehnt, ist näher zu dir. Ich möchte dich preisen mit allem, was ich hab. Ich möchte den loben, ehren und anbeten, der für mich alles gab. Ich möchte im Lobpreis vor dir niederknien, meine Hände erheben und dir, dem Gott meines Lebens, im Lobpreis die größte Ehre geben. Und alles, was ich hab, das gebe ich dir. Ich will dir danken und dir Lob singen. Und alles, wonach sich mein Herz sehnt, ist näher zu dir. Ich möchte mir Zeit nehmen und Ruhe für dein Wort. Ich möchte mehr von dir lernen und verstehen von dir, meinem Gott. Ich möchte mein Herz und meinen Verstand öffnen und ganz in die Tiefe gehen. Ich möchte dir in deinem Wort begegnen. Dein Wort, das ist Leben und ich möchte Zeit verbringen mit dir. Und alles, wonach sich mein Herz sehnt, ist näher zu dir. Ich möchte meine Augen öffnen für das Werk deiner Hände. Ich möchte mich staunend im Kreise drehen, immer mehr von dir entdecken und deine Gegenwart spüren. Von Anfang an hast du dir für uns Gedanken gemacht, uns einen Ort zum Leben geschenkt und all dies in 6 Tagen vollbracht. Du hast uns Phänomene der Natur geschenkt, die uns in jedem noch so kleinen Teil deine Herrlichkeit ein bisschen mehr sehen lassen. Ich möchte dir, Gott, in dem Werk deiner Hände begegnen. Ich möchte rausgehen und mehr sehen von dir. Und alles, wonach sich mein Herz sehnt, ist näher zu dir. Du, Gott, hast jeden von uns einzigartig gemacht, hast jedem von uns andere Gaben und Talente angedacht. Ich möchte das einsetzen, was du, Gott, mir geschenkt hast. Ich möchte dir damit dienen und den Menschen etwas geben, was dich für sie sichtbar macht. In allem, was ich tue, gehört dir die Ehre. Und alles, wonach sich mein Herz sehnt, ist näher zu dir. Ich möchte meinen Fokus ganz auf dich, Gott, lenken. Du hast uns Orte und Symbole gegeben, wo wir dir unsere ganze Aufmerksamkeit schenken. Wir dürfen zusammenkommen als eine Gemeinde und eine Church. Wir dürfen all unsere Lasten abladen am Kreuz. Wir dürfen Abendmahl feiern, so wie du es uns gezeigt hast, mit Blick auf den, der den größten Schmerz jemals erlebt hat. Wir dürfen uns zurückziehen an einen Ort der Stille, um mit dir ins Gespräch zu kommen, Begegnung zu erleben und dir alles hinzugeben. Ich möchte mich aufmachen, Gott, auf meinen Weg zu dir. Und alles, wonach sich mein Herz sehnt, ist näher zu dir.